Und damit herzlich willkommen zurück zu Elex. Da hinten haben wir was. Da steht etwas. Es schaut uns an. Und das Schlimmste ist, es steht zwischen uns und unserem Ziel. Ja, dieses... Also ich meine jetzt nicht hier den Beißer. Der ist natürlich auch doof. Den müssen wir mal wegmachen. Ich meine das andere da hinten. Was da unter dem Weltenherz steht. Ja, komm, mach. Ich erledige das. Komm, danke. Doof, dass zwei Pfeile nicht reichen. So, Quick Save. Das ging schon mal ganz gut. Ich meine, die Beißer sind auch bei Vibe nicht das Problem. Hm, wir haben andere Probleme. Was bist du für ein Vieh? Nachtschatten. Wir haben noch nie gegen einen Nachtschatten gekämpft. Ich denke, wir sollten mal mit Mana da dran gehen. Ich schaue mir nochmal so einen Trank in den Kopf. Und dann schauen wir mal. Gut, dass wir selber brennen. Das finde ich super. Ist ein guter Zug von uns. Und zeigt... lass mich... Nein, 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 nein. So. Ah, komm schon. Oh, 90 Erfahrungspunkte dafür. 90. Naja. Über die Erfahrungspunkte... Das Größte, was die Berserker jemals zustande gebracht haben. Sie machen die Welt für die Alps unbrauchbar. Ein Weltenherz nach dem anderen. Es ist ein schönes Weltenherz. Ich will mich erstmal umschauen, bevor wir uns da direkt runterstellen, weil dann geht sie wahrscheinlich wieder und sagt, ich muss mir was anderes anschauen und dann ist sie wieder weg. So schätze ich sie inzwischen ein. Ist ein wenig kurz entschlossen, die Gute. Hat sie keine Schuhe an? Ja. Das erklärt einiges. Ne? Einfach keine Schuhe an und trotzdem im Kampf. Mit Mana, weißt du, mit Feuer. Na egal. Ich stelle mich mal hier hin. Ist bestimmt interessant. Es ist schrecklich. Keine Seele mehr hier. Nur noch der Tod. Ich muss weitermachen. Geh ein Stück zur Seite. Ich brauche etwas Ruhe für meine Meditation. Ja, dann meditieren Sie mal. Ich gehe ja schon. Diesmal sehen wir sie auch ein bisschen meditieren. Beim letzten Mal standen wir, glaube ich, exakt richtig oder da war irgendwie ein Fehler, ich weiß nicht. Das ging sehr schnell mit dem Meditieren. Ist auch eine coole Animation. Definitiv. Geht's dir gut, Kaya? Stör mich jetzt nicht. Okay, wir schauen uns mal um. Da vorne haben wir uns ja umgeschaut. Was ist denn da oben? Eine Lampe. Cool. Und sonst? Kaya, geht's dir noch gut? Au. Mit meinen Knöchel gestoßen beim Runterfallen. Deswegen sollte man Schuhe tragen, wenn man unterwegs ist. Da haben wir noch einen jungen Hornwolf. Den schmelze ich einfach mal. Boah, ich schmelze den wirklich. Aua. Lass das so sein. Oh, du bist tot. Siehst du, das kommt davon. Hast du eigentlich gesehen, wir haben tatsächlich jetzt einigermaßen... Mutantenkraut. Einigermaßen sinnvolle Rüstung. Mit anderen Worten, dieser Angriff hat uns nicht allzu sehr gekratzt. Den der da gemacht hat. Der hat uns voll getroffen. Aber klar, es ist nur ein junger Mutantenwolf oder Hornwolf. Jetzt nicht das Stärkste, was dieses Spiel zu bieten hat. Ich schaue nochmal da hinten und dann gehen wir gleich mal rüber. Also wieder, ob sie denn genug meditiert hat. Weil da hinten, da ist eine Goldader. Aha. Eine Schwefelader auch genannt. Das ist aber lecker. Danke. Ich meine,
wie gesagt, diese Schwefelbrocken, Eisenbrocken, die wir da so sammeln, das meiste davon wird höchstwahrscheinlich in den Endcredits dann liegen und für den nächsten, der dieses Spiel anfasst, dann zur, also bereit liegen. Das heißt, wenn du anfängst zu spielen, nachdem ich dieses Spiel durch habe, sind dann diese ganzen Eisen- und Kupfervorräte und so weiter, sind dann in deiner Tasche. Nur so, nur damit du Bescheid weißt. aber natürlich nur das, was ich nicht benutze. Nee, hallo, geht's dir jetzt gut? Es ist unglaublich. Tatsächlich höre ich auch hier etwas. Ah. Ja, und es ist ganz anders, als ich es immer vermutet hatte. Voller Hass. Felix, es ist nicht nur überall. Es ist auch immer gleich. Selbst wenn es sich in den verschiedenen Aggregatzuständen befindet. Selbst wenn es gleichgeschaltet in reiner Form oder auch als Mana vorliegt. Es spricht immer mit der gleichen Stimme und folgt ähnlichen Gesetzen. Ja, krass. Das reine Elex aus dem Konvertern soll nur ein Derivat des Manas sein? Das reine Elex aus den Konvertern soll nur ein Derivat des Manas sein? Das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, dass das Mana und das raffinierte Zeug, das die Alps verwenden, ebenfalls natürliche Formen des Elex darstellen. Dann ließe sich das Mana also auch wieder in reines Elex umwandeln. Wäre denkbar. Doch weiß bisher niemand wie. Nicht einmal die Alps. Das wäre, glaube ich, sehr, sehr gruselig, wenn die das machen könnten. Ich nehme an, du bist noch nicht fertig mit deiner Forschung. Willst du denn gar nicht wissen, was dieses kollektive Elex-Bewusstsein genau ist? Und was es mit uns vorhat? Doch. Hier geht es um viel mehr als simple Wissenschaft. Elex denkt. Elex spricht. Elex ist lebendig. Dieses Etwas und vielmehr jemand ist dabei, unsere ganze Welt zu verändern. Vorausgesetzt, du hast mit deinen Annahmen recht. Ich weiß. Es ist schwer zu verstehen, wenn man es nicht selbst fühlt oder versteht. Nun gut. Ich werde nach weiteren unerschlossenen Elex-Vorkommen Ausschau halten. Wenn ich weitere Eruptionsspuren finde, dann sag ich dir Bescheid, okay? Bis dahin lass uns erst einmal einfach weitermachen. Okay. Okay, können wir gerne machen. Aber du hast ja noch was wegen Elex-Nebenwirkungen erzählt. Wegen der Elex-Nebenwirkungen. Ja? Ich habe hier pures Mana für dich. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Aber ich brauche noch mehr. Ich will nicht zur emotionslosen Maschine verkümmern. Vielen Dank, das hilft mir sehr. Abgeschlossen, Verlust der Menschlichkeit. Okay. Gut. Wir haben tatsächlich diese Quest jetzt geschafft. Wow. Also, was heißt geschafft? Vorerst geschafft. Ja. Ich würde sagen, wir sagen kompromittierende Aufnahme. Nee, warte, ich wollte was anderes, bevor wir das machen. Wir gehen mal zum, nach Godiet. Und wir schauen mal. Wenn man es so nennen kann, hat mich schon immer fasziniert. Ich frage mich, wer es wohl gebaut hat. Die Familie, die hier gelebt hat, muss riesig gewesen sein, wenn sie so viele Zimmer gebraucht hat. Ja, genau. Nein, das ist aus meinem Rimworld-Durchspieli. Das ist unser Hotel. So, guten Tag. Ich will über meine Beförderung sprechen. Ernenne mich zum Erzberserker. Na, okay. Nicht gut genug. Was soll ich für dich tun? Ich habe gehört, dass immer mehr Banditen zwischen Edan und Abessa auf Beutezug sind. Wenn das stimmt, ist unser Weltenherz in Gefahr. Und das dürfen wir nicht zulassen. Okay, wir gehen auf Jagd. Hätte ich Gunnar dafür abkommandiert. Aber seinen Knochen können wir wohl kaum noch einmal Leben einhauchen. Auch wenn du dort bereits nach dem Rechten gesehen hast, bitte ich dich, ein weiteres Mal dorthin aufzubrechen. Such Torgal beim Weltenherz auf. Er wird wissen, was zu tun ist. Hoffentlich triffst du noch rechtzeitig ein, bevor alles zunichte gemacht wird, was wir errichtet haben. Ja, das können wir gerne machen. Das ist jetzt nicht das, was ich eigentlich wollte. Ich fand es nur witzig, die Flüchtlinge, also den Flüchtling, der da hinter uns ist. Obwohl, wir wissen gar nicht, dass sie ein Flüchtling ist. Oder ob sie ein Flüchtling ist, besser gesagt. Das hat jetzt nichts damit zu tun, was mein Bruder mir erzählt hat. Das ist einfach nur... ich habe die mit, wie hieß die nochmal, mit der wir da uns unterhalten haben, mit der Technikerin, die erst ein Outlaw war, dann ein Bandit, dann ein Berserker, ne, erst Berserker, dann Bandit, Gefangene und dann Outlaw. Mit der habe ich das gerade verwechselt. Was tust du denn? Du guckst aber ernst.
Wir brauchen auf jeden Fall die Berserker-Rüstung, finde ich. Da wollte ich nur mal schauen. Es lohnt natürlich nicht, wenn wir sie kaufen und wir können sie nicht tragen. Ich wollte halt nur gucken, was wir dafür brauchen. Hoffentlich begegnen wir niemandem, den ich kenne. Ich habe jetzt echt keine Lust auf unnötige Unterhaltung. Nee, hätte ich auch nicht. Vor allem, wenn man Sachen gerade mal klaut. Ich wollte diesen Ring einfach haben. Schwert der Ankunft, stimmt, das haben wir auch noch gefunden. Naja, Energieregentenzwerg. Ein Regentenzwerg. Schönes Ding. Macht des Regenten. Aha. Der Schmelzofen, stimmt, den haben wir uns ja auch einfach mal gesnackt. Die Geistersehne. Bin ich halt auch sehr, sehr von überzeugt, dass wir das, dass das gut wäre, wenn wir die hätten, aber ich wollte deswegen gar nicht hierhin. Ich wollte gucken, was der uns da hat. Ich habe das übersprungen, ne? So, einen Kriegerhelm könnten wir uns holen. Der gibt uns 6 Rüstung, was natürlich eine super Sache ist, weil im Moment gibt uns die Rüstung, die wir haben, 16 Rüstung. Wir brauchen 40 Konstitution. 40. Ja, das dauert noch ein bisschen, bis wir das haben. Aber ich kaufe den Kriegerhelm. Den habe ich mal gekauft. Ein Hornschwert wäre halt auch cool. Oder sowas. Aber ich bin halt immer noch der Meinung, dass mir dieser Elektro-Effekt, den wir halt damit haben, dass der sehr, sehr schön ist. So, wir machen Konstitution höher. Vielen Dank dafür. Ja, einmal übernehmen. Und wir setzen einen anderen Helm auf. Ich weiß, das soll nie passiert sein. Wir sind 50 Folgen später und wir haben einen Skyrim-Helm. Okay, der ist eh wenig cool. Auch diese Hörner an der Seite. Ich finde, Hörner an Helmen sind immer... ja, ganz besonders hübsch. Sagen wir mal so. Das wäre dann mal so. Alles klar. Ich wollte eigentlich... Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Was wollte ich denn hier? Ja, ja. Ich wollte gucken, ob wir vielleicht genug verkaufen können, dass wir... ja, die Rüstung kaufen können. Aber ich glaube fast nicht, dass wir so viel Geld haben. Also in fester Form, sag ich mal. Ich meine hier Metallschrott, das sind 1700. Elektroschrott sind 1200. Das sind 200, 1200, okay. Allein diese Seite wäre, glaube ich, schon fast genug. Restoformat 20 möchte ich gerne behalten. Ja, ich glaube, das können wir gerne machen. Irgendwann. Hier, sowas hier, das kann ich auf jeden Fall verkaufen. Das werden wir nie benutzen. Werde ich trotzdem nicht tun. Ich bin leider ein Messi, was Inventare angeht. Aber, genau, was wollten wir machen? Genau, wir gehen. Oh, warte. Ja, da ist ein Teleporter. Das ist doch, das wusste ich die ganze Zeit. Ich wollte nachschauen. Wir haben noch 2 Lernpunkte. Was können wir lernen? Wir können Fächerschuss lernen. Erlaubt es dir, mehr Pfeile mit einem Schuss zu verschießen? Bin ich eigentlich nicht so ein Fan von. Spruch Lederhaut. Aha. Spruch Heilung wäre auch interessant. Gift Aura. Leben erspüren. Natürlich immer klasse. Spruch Geisterwolf. Interessant. 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 Aber im Prinzip können wir hier so gut wie nichts. Können wir hier was? Wir können Falscher lernen. Gruppe. Erhöht die Kampfkraft deiner Gruppe. Das könnten wir uns eigentlich mal antun, oder? Wir benutzen ja jetzt inzwischen auch die Gruppe. Hier, ja, Hacken, Hacking-Profi, Bergbau. Ja, der Bergbau, muss ich sagen, hat mir bisher noch nicht so viel gebracht. Innerlich. Guter Esser sehe ich auch nicht. Was können wir hier? Paradestärke, Wuchtstärke. Mit der Spezialattacke, die benutzen wir so gut wie nie. Und den Rest können wir noch nicht benutzen. Okay, ich würde sagen, das mache ich. Ich möchte die Gruppe ein bisschen verstärken. Ich weiß, dass wir das bisher nicht gemacht haben und ich habe auch gesagt, dass mehr oder weniger die Gruppe nur als Mutantenfutter an der vorderen Front steht. Aber jetzt haben wir eine Frau dabei. Ne? Und wenn wir die Frau dabei haben, die müssen wir natürlich beschützen. Ist ja klar. Nein, Hauptgrund ist, ich möchte einfach auch Persönlichkeitspunkte haben, weil wir haben schon so viele Möglichkeiten mal gehabt, da zu reden. Und wir haben es nicht machen können.
Ah, die steht immer. Das finde ich so kacke. Warum steht die so weit hinten, dass man hier einmal drumherum muss und. Glaub nicht, dass du von mir Rabatt auf meine Waren bekommst, nur weil du einer der unseren bist, klar? Nee, würde ich nicht tun. Bring mir etwas bei. Bring mir etwas bei. Natürlich. Natürlich. Also, Persönlichkeit 1 haben wir halt im Moment. Ich möchte gerne die Gruppe verstärken. Vielen Dank. Zack. Wir könnten natürlich auch Feilscher machen, dann kriegen wir mehr, also geben weniger Geld aus. Sehe ich jetzt erstmal nicht. Haben wir, ich schau mal nach, haben wir irgendwas, was Persönlichkeit verbessert? Nö. Erhöhe deine Stärke. Auch cool eigentlich, aber naja. Wegen der Feuerresistenz, Giftresistenz und Widerstand haben wir jetzt. Wir können uns auf jeden Fall sehr viel aussuchen. Berserker, Praktika plus 1 natürlich auch gut. Praktika ist aber nicht Persönlichkeit, oder? Nee. So, Multitalent ist auch krass, ne? Stärke, Geschick und also das werden wir auch immer tragen, denke ich. So, Täuschung, Tierfreund und Spruch Geistgestalter. Auch interessant. Schlösserknacken, Rüstung, Tierfreund und Überleben plus 2, das brauchen wir nicht. Bücherwurm und Schlösserknacken, aha. Bücherwurm und plus 2 Handwerk. Bücherwurm ist auch was anderes, ne? Bücherwurm müsste höchstwahrscheinlich ein Handwerk dann sein, oder? Nee. Wo ist denn Bücherwurm? Kampftheorie? Bücherwurm. Okay, wir könnten uns auf also einen Punkt noch dazu holen. Warum ich das mache gerade nebenbei? Ah ne, das zählt nicht. Ah, das ist aber schade. Warum ich das versucht habe zu machen, sagen wir mal so. Ich mache mal hier Spruch der Täuschung. Okay, das haben wir immer. Okay, die hat die Möglichkeit, dass wir da fragen, so, du hast doch bestimmt noch andere Sachen zu verkaufen. Da braucht man aber 2, was auch immer für. Alles klar. Das hätte ich auch gerne. Alarmierende Nachrichten, ist mir egal. Wir möchten Mad Bob bestehlen. Sag ich einfach mal. Mad Bob, der Müllbaron, ist im Besitz eines speziellen Schlüssels. Die Krallen haben ein großes Interesse an diesem Schlüssel, da er eine entlegene Waffenkammer zugänglich macht, die anderweitig verschlossen bleiben würde. Sobald jemand ihm den Schlüssel rauben konnte, muss dieser in einen toten Briefenkasten deponiert werden. Okay, das können wir gerne mal versuchen. Ich glaube, das ist dann bei Mad Bob, ne? Also in seiner Tasche. Ob das funktioniert? Wenn man etwas kompensieren will. Ja, genau, Kaya. Du hast es begriffen. Das ist mehr oder weniger alles, was die Outlaws auszeichnet. Sie kompensieren Sachen. Würde ich jetzt mal einfach sagen. Genau, ich bin gerade so hin und her gerissen nebenbei. Wir haben jetzt ja ein bisschen was in Abessa gemacht. Wir machen jetzt was für Kaya. Und ich denke, wir könnten mehr oder weniger auch inzwischen ganz gemütlich wahrscheinlich Richtung Endgame und Story weiterspielen. Auch wenn ihr euch jetzt denkt, so, hä? Die Leute scheint es nicht zu stören. Mich stört es aber. Alles hier ist entwürdigend. Ja, das stimmt schon ein bisschen. Nee, was wollte ich sagen? Genau, wenn ihr jetzt denkt... Der Geruch hier ist abstoßend. Wie kann man nur im Dreck leben? Frag doch jemanden. Ich würde lieber bald aufbrechen, bevor das Ungeziefer in unserer Kleidung nistet. Ja, keine Sorge. Warte mal kurz. Müsste vielleicht vorher speichern, sonst sterben wir alle. Ups. Und ja, ich weiß, das ist auch eigentlich eine Art von Cheaten, das ich hier mache, aber ist mir egal. Komm her. So ein Fleisch, du etwa? Nein. Hä? Warum denkt er, ich würde schleichen? Ist ja Quatsch. Ist ja ganz, ganz großer Quatsch. So. Genau. Also, mir ist völlig bewusst, dass das irgendwie nicht ganz offiziell richtig ist, wie ich das so angehe. Dass ich halt lade und was auch immer. Aber wie du schon sagtest, hast du ja auch bei einem beim RimWorld gesagt. Jeder spielt, wie er das gerne hätte. Und ich hätte das gerne so. Ne? Wo sind wir? Da sind wir. Okay, neben dieser Brücke. Das heißt noch lange nicht, dass ich das finde.
So, doch, da. Diese komischen Mülleimer. Elektroschrott. Kleiner Halttrank, aha. Oh, hier liegt echt eine ganze Menge rum. Meins, 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 meins. Wow. Da wäre ich fast gesprungen. Elex für die Krallen deponieren, klar. Das war's. Reines Elex. Achso, das war zwischendurch mal. Was ist eine Quest? Warte mal. Im Auftrag der Krallen. Stimmt, wir hatten doch hier Abessa, Auftrag der Krallen. Elex für die Krallen. Elex ist kostbar. Das wissen sie auch, die Krallen. Ein paar Brocken als Fundament wären für zukünftige Pläne nicht schlecht. Da es aber niemand freiwillig herausrückt, muss man Fingerspitzengefühl walten lassen. Ein Informant der Krallen hat erfahren, dass der Duke in seiner persönlichen Schatzkammer eine Truhe mit ein paar Brocken aufbewahrt. Sobald es unter unseren Nagel gerissen wurde, soll es an einen Tuntenbriefkasten abgegeben werden. Okay, haben wir das schon gemacht? Also das reine Elex hatten wir einfach schon da. So, kompromittierte Aufnahmen. Das ist auch hier direkt. So, hüpf. Dann waren wir jetzt in Goliath. Wir waren in... wie heißt das? Sarkor? War das, ist das Sarkor? Also in Tavar, im Hort. So. Und jetzt halt in der Wüste. Nicht in Tavar, in Ignadon natürlich. Hallo, Rausschmeißer. So, ja, Outlaw. Wo ist denn hier, wie heißt der? What's her face? Hank erstmal. Ja, Hank ist alles okay. Dass sie immer noch tanzen will. Naja, ist auch egal. So. Mich wollt ihr nicht tanzen sehen, ne? Okay, na ja, gut. Dann gehe ich mal. Achso, da war es. Mhm. Du hast hier nichts verloren. Na komm schon, runter mit den Hosen. Wir haben nicht so viel Zeit, du weißt ja, meine Frau. Darum halt die Klappe und mach endlich. Okay. Das wollte ich nicht. So, komm, stell dich wieder hin, Junge. Ich wollte eigentlich nicht den Bürostuhl, sondern den Heiltrank mitnehmen. Ich finde auch gut, dass hier eine Verbandstasche rumliegt und ich möchte gar nicht darüber nachdenken, was da passiert. Mit dieser Rohrzange. Naja. Alles gut. Nicht drüber nachdenken. Einfach nur machen. Alter, Lieferschein. Aha. Hatten wir denn schon den alten Lieferschein? Irgendwie kommt mir das gerade so vor, als hätte ich das schon. Alter Lieferschein. Eingang 1 Million Patronen. Captain Giles. Prüfung noch nicht abgeschlossen. 10 neue Panzer von Sau. Captain Giles, Prüfung, alles okay. Okay, das scheint nicht das Wichtige zu sein. Also für uns jetzt, weil 1 Million Patronen scheint mir in dieser Welt eine recht hohe Zahl, sagen wir mal so, beziehungsweise eine so hohe Zahl, dass die einfach nicht in dieser Welt passieren kann. Hey du, hast du mal einen Moment? Wer bist du denn? Kennen wir uns? Keineswegs. Ich habe nur jemanden gesucht, den ich an meiner guten Laune teilhaben lassen kann. Okay. Da du nicht den Eindruck machst, als wärst du ein überzeugter Anhänger dieses Haufens hier, dachte ich mir, du wärst der Richtige. Ach, ist das so? Ja, Mann. Ich sag dir, meine Tage in diesem Rattenloch sind bald vorbei. Ah, cool. Willst du hören, wieso? Ja, klar. Gut, aber fass dich kurz. Die Sache ist die, ich bin vor kurzem von meiner Erkundungstour ins Ödland zurückgekehrt. Ich habe in ein paar Ruinen nach allem möglichen Zeug gesucht, du weißt schon, das Übliche eben. Dabei bin ich auf ein paar interessante Hinweise gestoßen, die auf ein Wissen der alten Welt deuten. Und wenn ich mir das richtig zusammengereimt habe, ist dieses Wissen so gefährlich, dass es ganze Landschaften verwüsten oder mit Energie versorgen kann. Atomenergie. Das ist aber interessant. Interessante Geschichte. Nicht wahr? Und für dich fällt sicher auch noch etwas ab, wenn du interessiert bist. Dann lass uns doch mal über deine Geschichte reden. Ich bin überrascht, dass wir den noch nicht getroffen haben. Du witterst wohl schon den fetten Braten. Ja, klar. Das ist gut. Sogar sehr gut. Denn ich brauche deine Unterstützung bei der Sache.
Wie du dir sicher denken kannst, habe ich das, was ich suche, noch nicht in meinem Besitz. Natürlich nicht. Ich war kurz davor, es einzusacken, aber dann kam mir ein Konkurrent dazwischen. Er hat den Fundort geplündert, bevor ich mir alles unter den Nagel reißen konnte. Und wo steckt er jetzt? Nun, ich konnte seiner Spur folgen und ihn ausfindig machen. Ein gezielter Schuss in den Hinterkopf und dieses Problem war erledigt. Leider habe ich dadurch auch ein paar Viecher aufgeschreckt. Bevor ich seine Taschen umkrempeln konnte, haben sie sich über seine Leiche hergemacht. Und warum wartest du nicht, bis sie verschwinden? Weil ich nicht davon ausgehe, dass sie etwas von ihm übrig lassen. Alles, was du tun musst, ist, die Leiche dieses Drecksacks zu plündern. Bring mir, was du findest, und du wirst so viel Elixit von mir bekommen, dass du ausgesorgt hast. Von welcher Summe reden wir? Es sind sicher ein paar tausend, wenn nicht sogar über 10.000 Splitter für dich drin. Und das ist kein Witz. Ich halte meine Versprechen. Ich glaube nicht so wirklich daran. Erschießt du oft Leute aus dem Hinterhalt? Nur dieses eine Mal. Und es hat mir auch nicht unbedingt Vergnügen bereitet. Aber ich habe den Typen nicht gebeten, mir in der Nacht die Aufzeichnung zu stehlen. Sozusagen habe ich mir nur Gerechtigkeit verschafft. Geht so, ne? Warum vertraust du mir bei der Sache mit dem alten Wissen? Spielst du darauf an, dass du mit der Beute durchbrennen könntest? Nein. Zum Beispiel? Nehmen wir einfach mal an, du tust es. Was dann, hm? Nur ich kenne den Namen des Käufers. Und nur mir vertraut er. Du siehst, nur wenn wir einander vertrauen, springt für uns etwas bei der Geschichte raus. Ja, okay, komm, wir schauen uns die Leiche einfach mal an. Ich spiele den Leichenfledderer für dich. Gut. Nördlich vom Fort bildet eine Felswand die natürliche Grenze zur Abessa. Dort solltest du in der Nähe von ein paar Nestern seine Überreste finden. Pass aber auf die Biester auf, sie teilen ihr Futter sicher nicht freiwillig mit dir. Okay. Achso, ich wollte gerade sagen, oh, da ist eine Kiste. Deine Taschen bleiben leer, klar? Ja, genau wie deine Kiste. Okay, das können wir gerne machen. Hauptsächlich, weil, also ein Grund ist halt, ich bin mir nicht sicher, wie das mit der Kaya funktioniert. Wie das mit dem, so, einmal das da rein. Hier klebt ein Zettel drin. Oh, Nachricht von H.Ector erhalten. Nee, wie das funktioniert, dass sie die nächsten Spuren entdeckt. Und ich denke, dass das eventuell okay ist. Okay, das haben wir. Was wollte ich denn sagen? Dass, wenn wir durch die Gegend laufen, sie höchstwahrscheinlich auch eine neue Spur finden wird, sagen wir mal so. Nachricht von H. Wenn du das hier liest, dann hast du vermutlich alle deine Missionen für uns abgeschlossen. Wir erwarten dich an unserem üblichen Treffpunkt. Wir müssen reden. H. Okay. Ist das gut? Ist das schlecht? Was ist das? Warum ist das so? Egal. Bevor wir das machen, würde ich mal sagen, ich denke, wir könnten technischer Vorsprung die Quest mal machen. Was meinst du? Wo ist denn der Leiche? Der Leiche. Guck mal, das geht. Da vorne. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Das ist vollständig korrekt. Sehe ich förmlich die Verzweiflung der Menschen, die hier einst um ihr Leben bangten. Dann öffne sie. Eisklotz. Realist? So, ich würde mal gucken, ob wir uns um den Moloch kümmern können. Nein, können wir nicht. Keine Munition mehr. Boah, der Moloch ist super hässlich. So ein bisschen wie ich. Woran erinnert der mich? An die Cronenbergs bei Rick and Morty. Und sorry, falls ich die schlechte Wegfindung hier jetzt gerade ausnutze.
Der erste Schaden, den wir genommen haben, war selbst verursacht. Hohohoho. Komm, trink mal. Warum kannst du nicht unterwegs trinken? ...250 EP. Elektroschrott und Metallschrott. Okay, den lassen wir da mal liegen. Was wollte ich sagen? Genau, wir gehen Leichen fleddern. Und ich denke, das machen wir in der nächsten Folge. Ich werde noch eine aufnehmen. Dann haben wir wieder eine Woche lang, wo ich alle Folgen aufgenommen habe. Nein, so schlimm ist es ja nicht. Aber wir sehen uns einfach in der nächsten Folge wieder. Mit einem wunderschönen Helm, der bestimmt nicht irgendwie ein bisschen ulkig aussieht. Ich weiß nicht, ich komme darüber nicht hinweg. Der sieht echt ein bisschen merkwürdig aus. Aber egal. Vielen Dank, dass ihr da seid. Vielen Dank fürs Zusehen. Und natürlich, wie immer, bis zum nächsten Mal. Tschüss.